Rosin hat ja so ein Format, wo er, wer das nicht kennt. Oh Scheiße, ich habe alles ohne Mikro gefilmt. Ja, doch. Frank Rosin, stimmt das, dass der hier mal zu Gast war oder dieses Restaurant sogar aufgepäppelt hat? Ja, aber vor 7,5 Jahren. Ne? Oha, ist schon länger, ja. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Und ihr könnt live jetzt miterleben, wie wir den Rosin durchs Hintertürchen so richtig rannehmen. Und das meine ich so, wie ich sage. Rosin hat ja so ein Format, wo er, wer das nicht kennt, Restaurants, die jetzt nicht so gut laufen, aufpäppelt, die Gerichte aufpimpt und einfach dafür sorgt, dass sie wieder laufen. Und ihr kennt ja, ich habe so eine, ich lasse ja mal kleine Fehde mit dem Rosin. Da will ich auch noch hin. Und ich werde jetzt ein Restaurant, das er aufgepäppelt hat, auf Herz und Nieren testen. Und zwar Undercover. Und nicht dieses Undercover, wie sonst jemand reinschicken, er holt mir ein Gericht raus. Werden die Kamera da mit reinbringen, so auf Tourist-Style und gucken. Natürlich auch Personal und so, sind die freundlich. Ein bisschen vielleicht aus der Reserve locken. Ja, viel Spaß bei dem Format jetzt. Lass den Daumen oben eskalieren. Wenn euch das Video gefällt, dann weiß ich das und dann wird es öfter diese Dinger gehen. Ich hab Bock auf ein festes Format, Holle Undercover. Jetzt geht's los. Let's go. Ach, man sagt nochmal, was du eben gesagt hast. Das ist ja ein geiler Einwand. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, bei diesem Format, Leute, bringen wir auch die Bewertungskriterien des Rosin rein. Ambiente, Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise und Service. Service, Ambiente und die drei Gänge. Ich werde alles einzeln bewerten und haut mir die Kommentare auch voll. Eure Verbesserungsvorschläge, was ihr euch wünscht beim nächsten Format. Restaurants, alles, haut alles rein. 50 Euro Gutschein wird angepinnt. Jetzt geht's los zu Costas. Also der Plan, Leute, wir werden so auf Touristen tun. Einfach Kamera in der Hand, als wenn wir fotografieren würden. Haben eine kleine Kamera noch, die wir irgendwie nach Möglichkeit in die Ecke platzieren möchten. Risiko, dass die mich kennen. Ich glaube aber nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Inshallah, das geht alles gut, Ahmed. Ja, Mann. Mhm. Das sieht gut aus nach guten Speisen, du. Aber drin oder draußen? Boah, ich weiß gar nicht. Ich wollte noch ein paar Fotos draußen machen. Draußen würde ich sagen. Ja? Sagen Sie, kennen Sie hier ein paar Ecken, wo schöne Natur ist? Wo man so ein bisschen, sag ich mal, Fotos machen kann? Also in diese Richtung, ganz runter, rechts. Ja, ja. Da kann man schön spazieren gehen und... Okay, ja, wir müssen noch ein paar Bilder machen zusammen. Ja, dann lass erstmal snacken, dann gehen wir, ne? Ja, dann snacken wir erstmal. Ja, lass uns hier in die Ecke einfach. Kannten dich. Kannten dich? Ja, ja, ja. Ja, alles gut. Hallöchen. Ja? Ehrlich? Von YouTube. Ja? Ich hoffe, Sie machen keine Videos oder nee, so. Nee, natürlich nicht. Okay, Entschuldigung. Natürlich nicht. Also hier sind wir tatsächlich gerade für Fotos unterwegs. Aber generell stimmt das, ja? Machen wir gerne mal Videos. Ja, da gucken wir mal, ne? Ich habe gehört, ne, dass der Frank Rosin, stimmt das, dass der hier mal zu Gast war oder dieses Restaurant sogar aufgepäppelt hat? Ja. Aber vor 7,5 Jahren. Oha, schon länger, ja. Lange her. Oha, cool. Also Leute, wir wurden erkannt. Es ist scheiße. Ich will wissen, wie das Essen hier schmeckt. Ob das wirklich babamäßig ist oder kompletter Reinfall. Also wir machen auf ganz stumpfes, Leute. Die kriegen so den Bonus noch. Ich sage, ich nehme es mitnehmen jetzt und werde das draußen fetzen machen. Ich glaube, die haben Angst. Sie hat auch so gesagt, von wegen, das mit Rosinen hat uns gelangt. Das waren ihre Worte. Wir machen euch jetzt ein geiles Video trotzdem. Also ich habe mir vor ein, zwei Sachen durchgelesen auf Internetseiten, Rezensionen, blablabla. Da hieß das so von wegen Grieche auf anderen Style. Ich habe sehr oft beim Griechen in meinem Leben gegessen. Das scheint wohl irgendwie special zu sein. Jetzt gucken wir, ob der Geschmack auch special ist, in dem Sinne gut oder nicht. Sagen Sie, rein theoretisch können wir doch einfach zum Mitnehmen auch bestellen, ne? Weil wir einen wichtigen Termin noch reingekriegt haben. Aber ja, können wir einpacken lassen einfach, ja, ne? Ja. Ja, mega. Also was ich auch gelesen habe, wirklich, dass das Moussaka Einfluss mit Sternchen ist. Das werde ich, glaube ich, bestellen. Ich werde drei Gerichte fetzen, das steht einfach fest, Mann. Also Moussaka, sagst du? Mhm. Geschmortes Rindfleisch. Ich würde auch direkt mit reinnehmen. Wir würden einmal eine Vorspeise nehmen. Croquettes Apotiri. Geschmortes Rindfleisch. Und dann war da nochmal Moussaka. Moussaka war hier irgendwo noch. Ja, das würden wir nehmen. Haben Sie zufällig Plastikgeschenk? Nein, nein. Kann man Ihnen normales Besteck abkaufen? Ich schau mal. Ja, klasse, dankeschön. Also stolze Preise, muss man dazu sagen. Gerade für geschmortes Rindfleisch. Mit frittierte Kartoffeln, Salat, drum und dran, 17,50 ist nix. Ich habe noch vor 10 Mal gedacht, die werden wir nicht erkennen. Ich hab mir das Restaurant angeguckt. Ich hab's dir gesagt, du bist mittlerweile gut bekannt. Aber wie wär's denn, wenn du dir mal eine Sonnenbrille aneignest? Ja, nicht mit Sehstärke. Ich schwör's, dir macht den Toppreis für 150. Kannst du sogar noch absetzen. Hast du Sonnenbrille des Todes? Nein, Mann. Für Sonnenzwecke brauchst du's. Lass mich nicht auf den Tisch hauen, Mann. Und ich werde dir auch Sprühhaarfarbe holen. Ich mal dein Bart schwarz an. Wir machen irgendwas. Ach so, danke schön. Obwohl wir gleich los zwischen hier nochmal perfekt. Geil, mega. Danke schön. Ja, ja. Selbstgemachtes Brot. Brot. Brot.
gute Konsistenz, schöne Gurken drin. Ich habe viele Tzatzikis im Leben gegessen, ist okay, aber haut mir nicht um, kurz gesagt. Also die Tzatzikis, die mir im Leben im Gedächtnis geblieben sind, sind so richtig sahnig gewesen irgendwie. Ist relativ giftig, aber haut mich einfach nicht vom Sockel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Schönes selbstgemachtes Brot, vernünftiger Teller, aber mit dem ich zufrieden wäre. Ich sage euch ehrlich nochmal von mir, ich fand den Tzatziki voll billig. Salz, meiner Meinung nach noch zu viel, ich fand den nicht so besonders. Oh, ja, vielen Dank. Zwei Gabeln sind drin. Oh, sehr nett. Perfekt. Klasse. Oh, ja. Natürlich die Schlenker mit. Perfekt. Wart ihr schon in Kiel oder ist hier das erste Mal? Erstmal tatsächlich. Nur ein paar Fotos halt gemacht, aber das war's. Ich hätte das Video gerne gesehen, muss ich schon sagen. Alles gut. Viel Erfolg. Also, vielen Dank. Dank, ne? Mach's gut, ciao. Ja. Tschüss. Ja, Leute, wir konnten nicht drin filmen, das macht nichts. Ihr kriegt jetzt erstmal die Aufnahmen von der Vorspeise. Sieht geil aus, sieht richtig, richtig lecker aus. Das ist ganz stumpf am Restaurant. Ja, was ist, wenn die jetzt rauskommen? Mir scheißegal. Yeah. Mir scheißegal. Erstmal generell zum Restaurant. Ich bin bei etlichen Griechen gewesen. Und die Karte, Aufbau, die Gerichte, so was es da überhaupt gab, mega und wirklich special. So, das erwarte ich, wenn da ein Frank Rosin drin war, dass ich zumindest sage, da muss irgendwas passiert sein. Jetzt haben wir hier unsere Kroketten, gefüllt mit Schafskäse. Ne, unsere Ziegenkäse-Kroketten. Die sind schon wild. Da kann man nichts anderes sagen. Schöner Parmesan-Kick da drin. Der Tzatziki hat mich erstmal enttäuscht, habe ich ja gesagt. Aber das hier, Leute, das ist mal was anderes. Das ist echt einfach was anderes. Wo du eine Vorspeise bestellst, einfach denkst, oh, das habe ich so noch nicht gegessen. Schön giftig, aggressiv im Geschmack. Bringt richtig durch. Selbstgemachtes Senfdressing. Gefällt mir. Würde ich eine 8 von 10 Punkten geben. Wirklich empfehlenswert. Jetzt geht's zur ersten Hauptspeise. Hey Leute, nur damit ihr mal euch ein Bild macht, wie stumpf wir eigentlich manchmal sind, ne? Er testet jetzt gerade hier draußen, weil wir halt, wie gesagt, drinnen haben wir keine Chance gehabt. Da ist das Restaurant. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich in meinem Leben Moussaka esse. Ach, man sagt auch die griechische Lasagne. Ja, haben wir jetzt schon geguckt. Finde ich gut. Tomatig, lieblich, weich. Geile Konsistenz. Das wäre so Bechamelsoße. So nochmal mehr angedeckt. Das ist ein richtig gutes Essen. Ja, ehrlich, ich hätte mich gefreut, hätte ich hier den Rosinen ein bisschen auseinandernehmen können. Das ist schon special, das ist kein Grieche, wie man ihn kennt. Und von außen echt absolut harmlos, unauffällig. So einen schönen gemüsigen Beigeschmack. So. Hat nicht mit Gemüsebrühe irgendwas verarbeitet. Vielleicht nochmal den Salat, ob der vielleicht ein bisschen anders ist. Parmesan da drauf. Mhm. Tatsächlich ein anderer Salat. Frischer Salat, schmeckt richtig Natur. Wie frisch gepflückt, nicht so eine abgelegene Scheiße, die da 100 Jahre liegt. Der Laden ist krass, ich sag es euch. Das ist für mich ein 8,6. Das ist kein Grieche, wie man ihn kennt. Das ist zu Gericht Nummer 3. Das zerfällt, Leute. Das riecht so lecker. Geil, Mann. Hat so einen Touch von ungarischem Gulasch. So kriege ich das selber nicht hin. Ich bin Gulasch-Experte, wirklich. Eines der wenigen Gerichte, wo ich sehr überzeugt bin. Meins auch geil, aber anders. Ich habe einen Koch, einen Chefkoch in einem Restaurant da wirklich platt gemacht mit 15 Testessern. Das ist gar nicht mehr online, das Video. Das ist richtig fertig. Ihr seht das hier. Aber dadurch gleichzeitig auch so lieblich. Das Fleisch ist ganz fettig, butterzart, wirklich, das ist ein Knaller hier. Das Essen zusammengefasst, leichte Zimtnote, tomatig, lieblich durch das ganze Fett, ganz minimale leichte Schärfe. Das ist ein Knaller, das sind bei mir 9,3 Punkte, das ist wow. Ganz krank, das Gericht, ganz krank und ich feiere den Laden krass ab. Das ist für mich der beste Gericht meines Lebens. Würdest du mir noch was zu den Kartoffeln sagen?
etwas pappig jetzt dadurch, aber stört mich jetzt nicht. Das ist krank hier. Einrichtungen drin waren nicht mehr so top, war ein bisschen runtergekommen. Stühle Ahmed ist auf halb durchgefallen. Personal auch super freundlich, obwohl die, glaube ich, nicht so begeistert waren, dass wir mit der Kamera drin waren. Und wer da essen gehen will in Kiel, ist wirklich ein richtig guter Laden. Ja, Mann, das Video hat mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. Ein bisschen schief gegangen, alles scheiße, Mann. Lasst es mich wissen mit einem Daumen oben. Die nächste Mission geht nicht schief, da werde ich mich dann irgendwie verkleiden, das verspreche ich euch. Wenn ihr den Daumen oben knallen lasst, mir haben mehrere Sachen an der Cover offen, dann hoffe ich, das wird was. Gerne auch einen Kommentar und das Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.